Ja, hallo ihr lieben YouTuber und Zuschauer. YouTube ist schon wieder mega alt, merke ich gerade. Es gibt jetzt hier irgendwie auf Instagram und auf Facebook so viele Watch-TVs und was weiß ich. Habe neulich mit einer Freundin gesprochen, dass wahrscheinlich die nächste Generation der Social Media oder Medien halt wirklich so Reality-TV sein wird, wo du wirklich mit der Kamera die ganze Zeit rumläufst und alle Leute dir dabei zuschauen können, was du im Alltag machst. Also Big Brother Style. Hat auf jeden Fall seine guten Seiten, finde ich mega interessant und hat auf jeden Fall auch so seine Kehrseiten, ne? Je nachdem, wie man das betrachtet, aber es entwickelt sich dahin. Also die Nachfrage ist wohl da. Bin mal super gespannt, wie das wird. Habe auch schon gehört, dass ein Mädchen mal ein Tinder-Date aufgenommen hat und das ist dann irgendwie auch voll in der Debatte gewesen, ob das okay ist oder nicht. Schauen wir mal, wo es hingeht, ne? Also es ist schon ein bisschen beängstigend, wenn man sieht, wie ich aufgewachsen bin mit null Digitalität oder Digitalisierung und wie das jetzt so läuft, ne? Wie schnelllebig diese Digitalisierung ist und dass man dann halt irgendwie kaum mitkommt, ist auch verständlich. Ich bin ja noch voll die alte YouTuberin, bei Instagram bin ich gar nicht so mega. Ja, aber aktiv. Aber ich merke halt so, ich bin halt immer so ein bisschen hinterher. Macht nichts. Trotzdem möchte ich mein Statement setzen. Und zwar geht es heute um Schwangerschaftsstreifen. Ich habe nämlich auf Facebook einen Bericht gesehen, wo eine Frau, After Birth Project heißt es, glaube ich. Und da geht es eben darum, dass Frauen gezeigt werden, nach der Geburt, ne? Es wird immer so voll in den Medien gehypt, wie toll der Körper ist, ja, und dass er sich hier gar nicht verändert hat oder dass man ja wieder voll fit ist und dann macht man Komplimente, dass man wieder fit ist und dass man wieder so gut aussieht nach der Schwangerschaft und ich habe mich ja auch bemüht, wieder abzunehmen und so weiter und so fort, aber es bleiben einige Veränderungen und das ist einfach Fakt und das ist auch so, dass das dann nicht so großartig angesprochen wird und dass es wohl auch nicht als wirklich schön betrachtet wird und deswegen möchte ich euch meine Schwangerschaftsstreifen heute zeigen. Ich denke, dass es auch ein Statement ist, ein Zeigen, ein sich zeigen, ne? Weil wir sind halt einfach so, wie wir sind und wir müssen letzten Endes irgendwie doch dazu stehen, wie wir sind, weil sonst kommen wir nicht weiter im Leben, sonst werden wir unglücklich. Und wenn wir nicht wirklich das vereinnahmen oder unseren Körper wirklich so respektieren, so wie er ist und wie er geworden ist und wie er sich entwickelt, dann hängen wir auch immer wieder hinterher, ne? Wir kommen dann einfach nicht mit der Zeit mit und dann wird das einfach immer so ein Kampf sein irgendwie, ne? Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe das eigentlich jetzt mehr oder weniger abgehakt, das Thema, aber es hat mich schon eine Zeit lang beschäftigt, insbesondere nach der ersten Schwangerschaft. Das ist schon fast 8 Jahre her. Fand ich es ziemlich doof, dass ich Schwangerschaftsstreifen bekommen habe. Ich habe meinen Bauch mega viel eingeölt, weil ich das auch, und ich habe mir total viele Ratschläge geholt, wie man das macht, dass man das verhindert und so weiter. Habe dann hinterher aber auch so ein bisschen überlegt oder gelesen, zu recherchieren, was es denn für Methoden gibt, dass man die wegmacht. Aber ich habe mir auch gedacht, wie soll man Schwangerschaftsstreifen bitte schön wegmachen? Ne? Also ich meine, das sind ja richtige Risse im Bauch, im Gewebe. Und dann habe ich mir auch so Vorwürfe gemacht von wegen, ich habe einfach ein zu straffes Gewebe. Das heißt, wenn dein Gewebe zu straff ist, dann hat es zwar vielleicht den Vorteil, ne, dass man halt weniger Falten kriegt oder ich meine, das ist ja auch etwas, was man hervorheben kann, ne? Durch meine asiatischen Gene sehe ich halt immer jung aus, ne? Also man wird auch älter, ne, als Asiatin, das sage ich euch mal jetzt, und man kriegt auch Falten, aber das ist zum Beispiel ein Vorteil, den ich hervorheben könnte über meinen Körper oder über mein straffes Gewebe und
trotzdem, ja, oder gerade deswegen ist es so, dass Männer halt, wenn er so mit viel Gewalt oder mit viel Strapazen, wenn das dann strapaziert wird, das eben das aufreißt, ja. Und dann halt Schwangerschaftsstreifen entstehen. Und ja, und da habe ich mir halt die Vorwürfe gemacht, so, warum habe ich jetzt straffes Gewebe? Warum könnte ich nicht so ein dehnbares Gewebe haben und deswegen dann halt keine Schwangerschaftsstreifen bekommen, wie manche Frauen? Ne? Und dann habe ich mir halt gedacht, so, ah, ich nehme, also, ich hätte gerne einen anderen Körper. So, ne? Ja. Das ist aber jetzt vorbei, weil ich stehe dazu. Ich ja, gehe auch immer noch im Bikini raus, wenn ich schwimmen gehe. Und finde das gar nicht so irgendwie so überhaupt interessant so, oder als Thema zu betrachten. Ne? Außer, dass ich jetzt halt dieses Statement machen möchte, weil ich inspiriert wurde von dem Afterbirth Project. Könnt ihr euch mal googeln oder auf Facebook oder Instagram anschauen. Ich zeige euch jetzt meine Schwangerschaftsstreifen. Die Kamera ein bisschen höher stellen. So. Dann kann man das auch ganz gut sehen hier in der, im Licht. So. Also dieses Loch zum Beispiel, ne, also diese dieses, wo es so eingeht, das hatte ich vor der Schwangerschaft auch nicht. So, ne? Und wenn ich dann so mache, dann sieht das auch ziemlich heftig aus, ne? Wenn ich irgendwie so. Ne, aber es ist halt so, ja, ein Bauch, ne? So. Und wabbelig ist er, wabbelig. Und ähnlich ist das auch mit meiner Brust. Also ich habe natürlich auch gestillt und habe dann auch Schwangerschaftsstreifen an der Brust bekommen und habe dann aber auch einfach dicke Brüste gehabt und jetzt hängen meine Brüste. Ich habe die eine Brust ist etwas kleiner als die andere Brust. Die eine Brust hängt ein bisschen mehr als die andere und so ist das aber auch ja, so bei vielen Frauen und es ist, ich möchte einfach ja zeigen, dass wir nicht mehr einfach so jung sind und straff sind wie vorher und dass es okay ist. Dass das zugehört und dass man sich dafür nicht schämen mehr braucht, dass es nicht mehr als Thema betrachtet werden muss. Nach einer Zeit, es wird wohl für alle ein Thema irgendwann auch sein, weil der Körper sich verändert und dann setzt man sich zwangsweise damit auseinander. Aber es ist hilfreich, einfach es anzunehmen. Und es ist auch hilfreich, anderen Frauen zu zeigen, dass es gut so ist, wie es ist, dass man sich nicht mehr darüber ärgern muss. Und es ist vielleicht auch hilfreich für andere Frauen, dann zu sehen, ey, du bist nicht alleine. Ne? Und von außen kann man ja immer gut aussehen, ja, also man hat dann vielleicht eine tolle Figur, das kann man dann alles gut kaschieren und so weiter. Und den Bauch sieht man ja aber dann eigentlich nie. Ne? Und dann denkt man halt vielleicht als Freundin oder Bekannte, ah, die sieht ja so gut aus und ihr Körper ist ja so gut und so weiter. Aber man sieht nicht alles. Ne? Okay, alles Gute. Ich wünsche euch was. Bis bald.